Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nutriculture Special zum ersten Video. Heute haben wir als Gast den Raphael von Nutriculture. Hi Raphael. Guten Morgen alle. Und wir lernen heute im ersten Teil was über die aeroponischen Systeme von Nutriculture. Also, wir sprechen heute über das Extreme-System von Nutriculture. Erklär doch mal ganz kurz, was das ist. Also, Extreme ist ein Vermehrer, beziehungsweise ein aeroponisches Vermehrer. Das heißt, dass die Pflanze einfach in einen Neoprenring eingesteckt wird und der Fuß von der Pflanze, beziehungsweise später die Wurzeln, sind ständig mit Wasser gesprüht. Mhm. Es hilft zum Beispiel für eine Mutterpflanze zu klonen oder Stecklingen vorzuziehen. Mhm. Stecklinge kann man ja auf unterschiedliche Arten vorziehen. Die einfachste Art ist, ich produziere halt einen Steckling und stelle ihn ins Wasserglas. Ich kann auch mit Quelltöpfen arbeiten. Was ist denn jetzt der Vorteil vom Extreme? Der größte Vorteil vom Extreme liegt daran, dass die Steckis mit so einem System innerhalb 5-6 Tage schon Wurzeln zeigen und in der Regel, wenn sie gut sind, nach 10, maximal 12 Tage wirklich bereit sind, in ein richtiges aeroponisches System oder hydroponisches System reinzugehen. Manche Leute gehen sogar nach 2 Wochen im Extreme, gehen dann mit den Pflanzen sofort in der Blüte. Oh, okay. Hm. Das heißt, es ist eindeutig viel schneller als normale Stecklinge zu machen. Und die Erfolgsquote liegt in unserer Erfahrung nach bei ca. 90-95%. Hm. Also wir haben das Extreme jetzt seit, ich glaube, über einem halben Jahr im Test und ich habe selber auch viel damit gearbeitet und ich bin halt völlig begeistert davon. Bin ein riesengroßer Fan davon geworden. Wir nennen das halt die Stecklingsmaschine, weil es auch einfach, es ist so einfach in der Anwendung und so wie du sagst, die Erfolgsquote ist riesig. Ich erinnere mich nicht, doch, wir hatten ein paar, die tatsächlich nichts geworden sind. Das waren Chili-Stecklinge, wo ich aber auch einfach glaube, dass die zu alt waren. Also wenn die Chili halt so verholzt, dann wird es irgendwann halt schwierig, dann bilden die irgendwann keine Wurzeln. Hattest du gerade gedacht, die Pumpe einzuschalten? Ja, kann man fahren. Also an ist sie schon gewesen. Gut. Nee, wir mischen meistens, im Laden haben wir ja meistens das Ding auch immer voll. Und haben halt, was weiß ich, Basilikum, Chili, alles mögliche drin. Und Tomaten haben wir auch schon damit geklont und es funktioniert also wirklich bombastisch gut. Man kann danach, so wie du sagst, in ein anderes hydroponisches System, in ein aeroponisches System super einfach wechseln. Man kann aber auch in Erde gehen. Also genau, also das ist der Anfang von der Pflanze. Wohin danach, ob es jetzt in Tonkugel, in Koko oder auch in Erde, es ist von einem Extreme alles machbar. Ja, wenn ich jetzt dieses Extreme bestelle als Kunde, dann kommt es ja in Einzelteilen zu mir nach Hause. Wie geht es dann los? Also wie funktioniert der Zusammenbau? Also diese Systeme sind wirklich kindisch einfach aufzubauen. Es ist an sich sehr, sehr einfach, ziemlich Plug and Play. Du bekommst eigentlich 4 Teile. Du bekommst natürlich den Deckel, der auch hier diese grünen Zeug hier hat, um mehr oder weniger Luft reinzulassen. Du bekommst ein Tray hier mit 12, 20, 40, 80 oder 120 Löcher. Du bekommst einen Tank. Und das Bewässerungssystem dazu,
nämlich eine Pumpe, ein H hier in dem Fall von den 20er und 6 Düsen drauf. Einfach zusammen montieren, Stecker in der Steckdose und los geht's. Also hier haben wir ein Xtreme für 20 Töpfe, also 20 Steckis, und der wird geliefert mit Neoprenringe oder mit Netztöpfe. Mhm, genau. Diese Neoprenringe sind bis zur Hälfte geschnitten, so man praktisch so ein Steckling, die sind etwas gut bewurzelt, ja, also der Steckling reif. Geht einfach hier rein und wird einfach in sein Tray reingesteckt. Man kann auch Netztöpfe dazu benutzen, entweder oder die zwei zusammen. Der Neoprenring passt ganz genau zum Netztopf und von da aus kann man zum Beispiel diesen Netztopf, wenn die Wurzeln gut gekommen sind, diesen Netztopf einfach in ein anderes aeroponisches System reinstecken, oder wenn man in Erde geht, kann man zum Beispiel nur mit dem Neoprenring arbeiten und von da aus im Erde. Jetzt habe ich gerade gehört, du verwendest auch die Neoprenringe ohne die Töpfe und die, da hängst du dann auch die Plastik. Du kannst die Neoprenringe auch ohne Töpfe benutzen. Ich habe das nie ausprobiert. Okay, cool. Stimmt, ja, funktioniert auch. Das ist in dem Fall von diesen Neoprenringe, je nachdem wohin danach. Also ja, wenn ja, du danach zum Beispiel in ein anderes aeroponisches System gehst, also ein Wachstum- und Blütesystem, wie zum Beispiel den Amazon, reicht dir einfach der Neoprenring. Ah ja, klar, ja, okay. Wenn du in anderen System gehst, kannst du diesen Netztopf in einen größeren Netztopf einstecken oder den Netztopf einfach zum Beispiel in Erde. Mhm. Ja. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auf jeden Fall halt rechtzeitig die Dinger hier rausholen muss, weil wir haben dann die Netztöpfe halt hier drinnen gelassen und sind dann meistens halt in Erde, weil die meisten Systeme im Laden, die Testsysteme, die haben wir halt mit Erde oder mit Tongranulat oder irgendwas. Und dann haben wir sozusagen hier das vorsichtig rausgezogen und dabei gehen halt natürlich schon ein paar Wurzeln. Die reißen dann halt also ab. Wir empfehlen grundsätzlich den Netztopf immer zu behalten. Ja. Weil du kannst, wenn du danach in ein hydroponisches System gehen willst, also diese Masse an Wurzeln wäre schon jetzt ausreichend, nur die ist jetzt zu groß, um die Pflanze von dem Netztopf rauszunehmen, ohne die Wurzeln zu beschädigen. Ja, genau. Also hier sind sie ein bisschen kürzer. Die sind auf jeden Fall schon überreif. Wenn man die jetzt hier rausholen will, dann ist es dann schon auf jeden Fall an der Zeit. Ja, da muss man dann ein bisschen drauf achten. Genau. Die Nährlösung, die da drin ist, was ist das jetzt bei dem Anzuchtsystem? Also beim Anziehen brauchst du eigentlich keinen Nährstoff. Du brauchst Wasser zum richtigen Temperatur und zum richtigen pH. Wir reden bei Steckis nicht über EC. Das heißt reines Wasser, pH korrigiert, 5,8 bis 6,2 in der Regel, und das war's. Mhm. Wenn du diesen Xtreme benutzt für 10 Tage, würdest du innerhalb 10 Tage eigentlich kein Nährstoff, kein Wasser wechseln brauchen. Mhm. Okay. Natürlich, je nachdem, wohin danach, wenn du in ein hydroponisches System gehst, hast du theoretisch zu Hause pH- und EC-Messer. EC, wie gesagt, brauchst du nicht. Ich empfehle natürlich immer auf den pH zu achten, insbesondere in Hydro, klar, aber auch auf Erde. Genau, also wir kontrollieren nur den pH-Wert, nicht den EC-Wert, beziehungsweise man muss eher vielleicht gucken, dass der nicht zu hoch ist für die Stecklinge. Wobei bei Leitungswasser hat man normalerweise keine Probleme. Bei uns in Karlsruhe ist das Wasser sehr kalkhaltig. Wir haben das Problem, dass die Pumpen, die ganzen Verteiler und so, das setzt sich dann halt alles zu, wenn wir, also meistens nehmen wir jetzt nicht irgendwie Osmosewasser oder irgendwie sonstiges entsalztes Wasser, weil uns das auch ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer ist, der Spaß. Jetzt nur für die Testsysteme.
Und dann verkalkt sich dann halt. Also so alle paar Monate müssen wir dann halt mal das Ding sauber machen. Ja, das mit dem Wasser, das gehört leider, das ist das größte Sorgen von jedem Grower, der mit Hydroponik arbeitet. Bei Hydro hast du keine Erde, deine Pflanzen haben ständigen Zugriff auf Wasser. Wenn das Wasser nicht stimmt, dann hast du ein Problem. Das ist natürlich bei Hydro, ob es jetzt Extreme ist oder ein hydroponisches System, ob es jetzt von uns ist oder von einem Konkurrent, spielt keine Rolle. Wasser ist das wichtigste Punkt, wenn man mit Hydro anbauen will. Ja. Wobei die Stecklinge, wie gesagt, da hat man jetzt noch wenig Probleme. Also da ist ja die Thematik noch sehr einfach. Bei Stecklinge hast du ein Problem weniger, nämlich den EC. Aber alles andere, die Temperatur vom Wasser, der pH vom Wasser, spielt eine größere Rolle, als wenn du auf Erde arbeitest. Mhm. Wenn wir jetzt gerade über Wasser reden, oder vorhin hast du es ja auch schon angeschnitten, die Pumpe, die da drin ist, bei diesem System läuft ununterbrochen durch. Die Pumpe läuft ständig. Die Wurzeln, man muss verstehen, das sieht man auch hier, die Wurzeln hängen. Die hängen in die Luft. So, das heißt, die Wurzeln haben einen ständigen Zugriff auf Sauerstoff, aber nicht auf Wasser, weil die gehen nicht bis im Wasserniveau. Mhm. Die werden durch diese Düsen gesprüht. Mhm. Wenn du die Pumpe ausschaltest, das geht. Das geht für 20 Minuten, 3-4 Stunden oder auch eventuell 1,5 Stunde. Aber irgendwann vertrocknen die Wurzeln. Ja. Nochmal, das ist ein zweiter Nachteil vom Hydroponik. Wasser ist das Wichtigste. Wenn zum Beispiel Strom ausfällt, dann hast du ein Problem. Mhm. Auf Erde weniger, obwohl auf Erde, wenn Strom auffällt, dann hast du auch kein Licht mehr. Ja. Also das Problem hast du auch, aber nicht nur bei Erde, nur mit dem Licht, auf Aeroponik, Licht und Wasser. Ja. Genau, also so wie wir es jetzt gerade hier machen, jetzt ist die Pumpe gerade aus, so darf man es eigentlich nicht machen, das machen wir jetzt nur hier für das Video, damit es nicht noch lauter wird. Es regnet zwar und plätschert hier fröhlich im Hintergrund, aber die Pumpe produziert halt nochmal Geräusche und das haben wir jetzt fürs Video kurz mal ausgeschaltet. Das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das Gute ist beim Extreme, dadurch, dass er auch mit dem Deckel geliefert wird, wenn du die Pumpe ausmachst aus irgendeinem Grund für eine halbe Stunde, der Deckel behält auch die Feuchtigkeit im ganzen System. Ja. Es wird nicht viel helfen auf Dauer, wenn wir über Stromausfall 6 Stunden sprechen, aber für eine halbe Stunde, für 1,5 Stunde, dieser Deckel, wenn er zu ist, dann hält er die Luftfeuchtigkeit im System. Ja. Wasser wächst. Wie funktioniert das bei dem System? Worauf muss man achten? Wie häufig sollte man es machen? In dem System brauchst du an sich kein Wasserwechsel. Ich habe vorhin gesagt, 10 Tage, maximal 2 Wochen. Wenn du dein pH nach einer Woche kontrollierst, dann eigentlich brauchst du keinen Wasserwechsel mit dem System. Mhm. Kein Wasserwechsel, aber alle 10 Tage oder wie? Das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn angenommen, du würdest aus irgendeinem Grund mit dem System für 3 Wochen arbeiten wollen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, in die Mitte, genau. Aber maximal 10 Tage. Also, 10 Tage reicht. Okay. Ich gehe davon aus, dass man nach 10 Tagen Stecklinge hat, die fertig sind. Das heißt, nach 10 Tagen wechselst du nicht den Wasser, du schmeißt den Wasser weg und legst das irgendwo für deine nächste Runde zur Seite. Ja, also gut, bei uns und auch vielleicht bei anderen laufen die Systeme halt durch, weil du ständig vielleicht auch unterschiedliche Generationen da drin hast. Ich meine jetzt in dem 20er System das aufzusplitten in mehrere Generationen, kann man jetzt überschreiten, ob das Sinn macht, aber so ein 120er, da kann man ja schon 2 Generationen von Stecklingen durchaus mal drin haben. Also wenn die Systeme durchlaufen, würdest du sagen, alle 10 Tage? Alle 10 Tage, Genau, ja.
Und die Reinigung, hast du dazu irgendwelche Tipps bei diesem System, worauf man achten sollte? Nee, also ich empfehle grundsätzlich kein Spülmittel zu benutzen. Man weiß nie, was im Tank zum Beispiel liegen bleibt. Klares Wasser. Es gibt auch Produkte, die man trotzdem gut benutzen kann, wie zum Beispiel Pyrolit, was extrem erfolgreich ist. An sich klares Wasser oder mit Pyrolit. Das Einzige, wo man wirklich drauf achten muss, ist die Wasserleitung, sprich die Pumpe, das Haar und die Düsen. Ja. Die sollte man sorgfältig reinigen, nach jedem Gang. Ja. Um gerade eben, was du vorher gesagt hast, um die Kalkstein ja, man ein hat bisschen auch so, aufzulösen. Man hat auch meistens irgendwelche Schwebstoffe im Wasser drin, Wurzelreste oder sonst irgendwas, was halt ins Wasser so reinfällt. So ist halt die Realität so. Man sollte natürlich immer versuchen, sauber zu arbeiten und dann nicht irgendwie Blütenreste oder faule, abgetrocknete Blätter da rumliegen haben. Das sollte man eigentlich täglich kontrollieren. Aber in der Realität ist es halt doch so, dass sowas mal passieren kann. Und dann sauber arbeiten. Und wenn, also wir haben halt die Erfahrung gemacht, dass dieser Vorfilter bei der Pumpe, dass der sich halt zusetzt, den muss man halt ab und zu einfach mal abziehen und durchspülen. Aber das ist ja auch total schnell gemacht. Und die Düsen müssen halt frei sein, weil ansonsten die Wurzeln nicht gleichmäßig dann halt mit Nährlösung, mit Wasser versorgt werden. Ja. Ja, gut, dann wären wir eigentlich schon so ziemlich durch mit dem System. Von der Lautstärke her ist es ja moderat. Also wir haben ja bisher nur das 20er getestet. Wie ist es bei dem 120er? Hat es eine stärkere Pumpe oder hat er mehrere Pumpen? Die 120er hat eine MJ1000, also ein 1000 Liter die Stunde Pumpe. Mhm. Die Pumpe ist immer im Wasser. Das heißt, die Pumpe an sich macht kein großes Lärm. Das Einzige, was eventuell ein bisschen Lärm macht, ist, wenn das Wasser an den Seiten vom Tank sprüht, aber da auch ist es sehr minimal. Wenn jetzt die Pumpe hier laufen würde, würde das Teil viel leiser sein als das Abwasser, was ich gerade im Rohrkanal höre. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist doppelt so laut. Gut, also ich glaube, dann hätten wir eigentlich so ziemlich alle Aspekte abgedeckt. Ich hoffe, es sind keine Fragen mehr offen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie uns gerne stellen oder unter dem Video schreiben. Ansonsten würde ich kurz zusammenfassen, also in meinen Augen, wie gesagt, unsere Meinung, ist es halt einfach ein super System, super einfach in der Handhabung, spart einem Zeit und es ist einfach unheimlich komfortabel und von daher auch aus meiner Sicht bietet es wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Jetzt auch im Vergleich zu, was weiß ich, irgendwelchen Eigenbaulösungen oder so. Also ich finde das System super und auf jeden Fall eines der besten hydroponischen Systeme, die mir so begegnet sind. So, als nächstes reden wir über das Amazon-System. Das haben wir jetzt als Requisite leider nicht hier fürs Video. Aber wir haben es im Laden und werden dann ein paar Szenen reinschneiden. Das Amazon-System ist das aeroponische System von Nutriculture, kann man so sagen. Das Extreme ist ja ein Anzuchtsystem und das Amazon ist das hydroponische System für Vegetationsphase und Blütephase. Genau, die zwei sind an sich eine perfekte Ehe, weil der Amazon-System funktioniert ganz genau wie der Extreme. Abgesehen davon natürlich, dass beim Amazon Wachstum und Blüte, sprich Nährstofflösung, also Nutrimente, dazu getan werden. Ansonsten funktioniert Amazon 1:1 genau wie der Extreme.
Die Pumpe läuft 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche. Die Wurzeln hängen wie beim Xtreme in die Luft und werden mit Wasser gesprüht. Kleiner Unterschied, technischer Unterschied zu Xtreme. Die Düsen beim Amazon sind die gleichen Düsen, die du vielleicht im Garten hast, die sich 360 Grad drehen. Bei Xtreme sind die fix. Bei Amazon drehen sie sich 360 Grad. An sich ist es eigentlich das einzige Unterschied. Also genau wie das Xtreme, ein Niederdruck-Aeroponik-System. Es gibt ja auch noch andere Hersteller, die Hochdruck-Aeroponik-Systeme anbieten mit tatsächlichem Sprühnebel. Hier funktioniert das einfach mit Niederdruck, so wie du gesagt hast, wie beim Rasensprenger, nur in klein und sozusagen unter dem Deckel verborgen. Genau, also der Amazon ist ein fast quadratisches System, in der Größe 74 bei 80 cm. Und wenn man den Deckel vom Amazon sieht, der obere Deckel, dann gibt es einmal mit 4 Löcher, mit 8 Löcher, mit 16 Löcher, mit 32 Löcher. Alles das gleiche System, immer die gleiche Pumpe, nur ein Deckel mit 4 Löcher oder mit 16 oder mit 32. 32 könnte man dann im Prinzip ja auch einfach für die Anzucht nutzen. Amazon so könnte man ganz genau wie ein Xtreme benutzen, abgesehen davon, dass der Amazon keinen Deckel hat. Das heißt, beim Amazon würdest du keine Kontrolle selber, keine direkte Kontrolle zur Feuchtigkeit haben. Ja. Gut, du hast natürlich Kontrolle von der Feuchtigkeit in deinem Raum, aber nicht wirklich in einem geschlossenen Umfeld. Also für die Stecklingsproduktion kann man auf jeden Fall die Keimrate nochmal verbessern, indem man die Luftfeuchtigkeit halt sehr, sehr hoch hält. Ganz genau. Und den Vorteil bietet das Amazon dann nicht. Und von daher hat das Xtreme durchaus auch seine Daseinsberechtigung im Vergleich zum Amazon aus meiner Sicht. Vor allem ein Amazon, der fast 80 bei 80 Zentimeter ist, für 4 Stecklinge ist ein bisschen oder wäre ein bisschen Platzverlust. Klar, ja. Bei dem 32er eventuell, aber wenn man unser Xtreme 40 sieht, dann machst du 40 Steckis in ein viel kleineres, auf eine viel kleinere Fläche als Amazon. Eine Sache, die ich mich irgendwie von Anfang an gefragt habe, weiß nicht, ob wir da jetzt schon zu sehr abdriften, aber du hast ja gerade gesagt, die Deckelplatte gibt es in 4 bzw. sogar 8 Varianten. Also erstmal 2 Durchmesser, also Topfgrößen, Netztopfgrößen und dann mit 4, 8, 16 und 32 Löchern. Entschuldigung. Aber alle kosten gleich viel. Alle kosten gleich viel. Es ist nur eine Frage, wie viele Löcher haben wir da reingebohrt. Ja, aber warum macht ihr dann überhaupt so viele Varianten? Warum kriegen nicht einfach alle die Deckelplatte mit 32 und dann bin ich flexibel? Weil wenn es eh gleich viel kostet, ist doch eigentlich wurscht. Da gebe ich dir recht. Ich empfehle immer, den 32er zu kaufen. Ja. Wer mehr kann, kann auch weniger. Ja, genau. Wenn du einmal ein Deckel mit 4 Löcher gekauft hast, und du willst irgendwann mal von 4 auf 5 oder auf 27, dann musst du selber bohren. Ja, wenn du selber bohrst, das ist Plastik, dann ist Bruchgefahr da. Und wenn du es selber brichst, weil du es selber bohren wolltest, dann gibt es keine Garantie, selber schuld. Also ich empfehle immer den 32er, der wird auch mit 32 Netztöpfe geliefert, der wird mit 32 Neoprenringe geliefert. Und wenn du mit einem oder aus einem 32er Amazon 2 Steckis machen willst oder 2 Pflanzen machen willst, dann deckst du 30 Löcher. Klar, und dann hast du 2 übrig. Ja, genau. Ja. Vom Zusammenbau und von der Inbetriebnahme her vergleichbar mit Xtreme. Also ich krieg das Amazon, also das ja besteht aus was für Teilen besteht das? Was Amazon besteht eigentlich wie Xtreme aus 4 Teilen. Er besteht aus einem Wassertank, er besteht aus einem Wurzeltank, eine obere Platte,
und der Kitbag dazu. Der Kitbag, das heißt, es beinhaltet die Pumpe, eine Tüte mit 32 oder 16 oder 4 Netztöpfe und genauso viel Neoprenringe und die Plastikröhren für die, also das Bewässerungssystem an sich im Sinne vom Plastikteil und diese vier Düsen, die natürlich dazu gehören. Das heißt, Amazon genauso wie Xtreme, Plug and Play. Meine Tochter, die ist 12, die würde Pi mal Daumen 2 Minuten brauchen, um das ganze System aufzubauen. Ja, das ist auch auf jeden Fall. Ich habe es zwar selber noch nicht aufgebaut, sozusagen so wie es kommt aus der Tüte, aber reinigen und so habe ich auch schon gemacht und es ist auf jeden Fall überschaubar. Also es ist nicht schwer oder so. Also es ist kein System, wo du Abitur brauchst, um das aufzubauen. Ja, Gott sei Dank. Ja, genau. Dann, was gibt es zum Betrieb zu sagen? Also da habe ich ja jetzt im Vergleich zum Xtreme tatsächlich die Thematik EC-Wert. Worauf muss man achten? Wie funktioniert es? Alles, was Aeroponik ist, ob es jetzt Xtreme oder Amazon ist, bedeutet, dass das Wasser durch kleine Düsen geht. Das heißt, man muss achten, wie du sagst, auf kalkhaltigen Wasser muss man ein bisschen achten. Das Gute ist bei Amazon, der Deckel hat zusätzlich zu den Löcher für den Töpfe, der hat auch vier Überwachungslöcher, die sich direkt über die Sprühdüsen befinden. Das heißt, man kann die Funktionalität von der Düsen prüfen, während das System in Betrieb ist. Ja. Und immer gucken, ob die Düsen sich normal drehen oder nicht. Hm. Wenn die sich nicht normal drehen, zum Beispiel wenn sich ein bisschen Salz gebildet hat im System, in den Leitungen, dann kann man die Düse ganz einfach abmontieren, reinigen und wieder draufstecken. Hm. Ja, also ich empfehle es auch immer, eigentlich jeden Tag mal diese roten Deckel zu öffnen und zu gucken, ob sich alle Sprühdüsen noch rund drehen. Würdest du das auch so machen oder würdest du... Ich würde mich nicht jeden Tag darum kümmern. Ganz einfach, weil die Wurzelkammer vom Amazon ist fast eine geschlossene Umgebung. Mhm. Und wenn eine Düse ausfallen sollte, klar, hast du eine Pflanze oder zwei, je nachdem wie viele Löcher du hast, die kein Wasser mehr bekommen. Aber die befinden sich in einer Umgebung von 80 bei 80 auf vielleicht 15 cm hoch, wo drei Düsen noch drehen. Das heißt, du hast in dem Wurzelkammer vom Amazon eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ja. Eine Düse darf ausfallen. Wenn du erst zwei Tage später kommst, dann wird die Pflanze nicht tot sein. Ja, das kann ich bestätigen. Natürlich, wenn du drei Düsen hast, die ein Problem haben, dann wird es langsam kritisch. Ja. Aber wer bleibt unter uns drei Tage, ohne an seine Pflanze ranzugehen? Ja, es gibt einige, die zum Thema Hydroponik kommen, weil sie sich eigentlich für eine automatische Bewässerung interessieren. Und da bin ich immer nicht so ganz sicher, ob ein aeroponisches System da die beste Wahl ist, wenn ich im Prinzip einfach nur meinen Komfort maximieren will. Also ich glaube, so nach meinem Verständnis, dass es dann bessere Systeme gibt, die halt noch ein bisschen robuster sind. Siehst du das ähnlich? Oder es gibt, sagen wir mal so, es gibt Systeme, die dir Fehler mehr verzeihen als Aeroponik. Mhm. Aeroponik, du hast kein Substrat, du hast nur Luft und Wasser. Das heißt, du hast keinen Puffer. Mhm. Wenn Wasser nicht stimmt, dann hast du ein Problem. Wenn die Luft nicht stimmt, dann hast du ein Problem. Du hast keinen Puffer wie auf Erde. Mhm. Oder etwas weniger, aber Coco hat auch Puffer. Ja. Ob es jetzt Aeroponik ist oder Diebwasserkultur, es verzeiht fast keinen Fehler. Dafür, wenn du das beherrschst, kannst du wirklich
tagelang deine Pflanze allein lassen, ja, ohne an den Pflanzen oder an deinen Wasser-Nährstofflösungen irgendwas machen zu müssen. Ja, also man bekommt es auf jeden Fall ins Gefühl. Wir wissen ungefähr alle, also sich so und so viele Tage müssen wir bei unserem Wasser halt einfach nach den Düsen schauen, weil die sich sonst zusetzen. So. Und das lernt man einfach mit der Zeit. Und dann glaube ich schon, dass, wie du sagst, dass man sich auch über einen Zeitraum von einer Woche oder so nicht mehr um die Pflanzen kümmern muss, im besten Fall, wenn man das im Griff hat. Das kann auch etwas ärgerlich sein, muss ich gestehen. Jeder, der ein bisschen Leidenschaft zu seinen Pflanzen hat, hat Spaß auch jeden Tag oder jede zwei Tage die Entwicklung von seiner Pflanze zu sehen, seine Nährstofflösung vorzubereiten, den pH-Wert bzw. EC im Erde oder pH-Wert zu kontrollieren. Wenn du dein hydroponisches System oder aeroponisches System oder egal, also unser System gut beherrscht, dann ist es ein bisschen verwirrend, weil du gehst zwar jeden Tag zu deinen Pflanzen, aber du hast nichts zu tun. Du messt dein pH, der stimmt, super. Du messt dein EC, die stimmt, super. Dann kannst du wieder heimgehen. Ja, genau. Ich kann das nachvollziehen. Also das verführt dazu, dann auch sich nicht mehr darum zu kümmern, eben, im schlechtesten eben, Fall. Genau. Ja, genau. Also man muss das dann einfach ins Gefühl bekommen und einfach lernen, halt damit umzugehen, ganz normal. So, ist halt einfach ein Werkzeug. So sehe ich es. Und man muss einfach lernen, damit umzugehen. Wenn du strikt die Anweisungen vom Hersteller oder von deinem Düngermarke folgst, dann gibt es eigentlich keinen Grund, unerfolgreich zu werden. Hm. Ist ein bisschen ärgerlich manchmal, weil man macht immer weniger mit einem aeroponischen System oder hydroponischen System. Aber es ist halt der Sinn der Sache. Hm. Also automatische Bewässerung, warum? Weil ich nicht mehr Hand bewässern will. Hm. So, wenn ich die Anweisung gut folge, dann habe ich weniger zu tun. Und das ist genau der Sinn, also ein von mehreren Sinnen vom Aeroponik oder Hydroponik. Zum Thema Betrieb, wo wir jetzt schon dabei sind, Wasserwechsel und Reinigung. Was gibt es da dazu zu sagen? Was hast du da für Tipps? Beim Wasserwechsel ist sehr abhängig vom Länder. Mhm. Also meine Firma ist in England zu Hause. Ich bin selber Franzose. Hast du das nicht bemerkt? In England habe ich Kunden getroffen, die machen Wasserwechsel jede 2 bis 3 Wochen. Wenn ich das in Frankreich erwähne, dann kriegen die alle die Krise und sagen, was, eine Woche maximal. Okay. Aus Erfahrung, es wird sehr abhängig sein von der Qualität von deinem Wasser. Mhm. Also wenn du ein sehr kalkhaltiges Wasser hast und arbeitest auf Aeroponik oder auf Tropfsystem zum Beispiel, dann würde ich empfehlen, einen Wasserwechsel und eventuell auch mal ab und zu die Wasserleitungen zu reinigen, jede Woche oder 10 Tage. Mhm. Wenn du ein gutes Wasser hast, die weniger Kalk hat und du arbeitest zum Beispiel auf NFT, dann kann ich nachvollziehen, dass 2 Wochen vollkommen in Ordnung sind. Mhm. In Amazon, Aeroponik, wegen dieser 360-Grad-Düse. Man muss natürlich als allererste achten, was nehme ich für einen Dünger. Mhm. Es gibt Dünger, die viel konzentrierter, nicht so liquid sind, also nicht so flüssig sind. Mhm. Die können natürlich ein Problem sein für ein Amazon-System oder für ein Tropfsystem mit dieser ganz kleinen Kapillarschläuche von 6 mm. Wie gesagt, wasserabhängig, aber in der Regel bei Amazon natürlich je nachdem, in welcher Phase deine Pflanze ist. Mhm. Ja? Wenn du seit 7 Tagen in 12-12 bist, dann musst du dein Wasser wechseln, auch wenn du es 3 Tage vorher gemacht hast. Mhm. Aber als alle maximal sage ich 2 Wochen. Mhm. Maximal 2 Wochen.
Und der Wasserwechsel an sich, der funktioniert bei dem Amazon. Da kann ich die Pumpe zur Hilfe nehmen. Du kannst die Pumpe zur Hilfe nehmen. Die Pumpe ist im Amazon wirklich auf den Boden gelegt. Du brauchst hierzu ein Stück Schlauch, so wie Gartenschlauch. Du, natürlich schaltest du, also das ist allgemein bei alle unseren Systemen, bevor du irgendwas machst an der Nährstofflösung oder am System, ab dem Zeitpunkt, wo du deine Hände im Wasser steckst, dann musst du gucken, dass die Pumpe ausgeschaltet ist. Klar, okay. Wegen Strom. Strom, okay. Ja? Also erstmal Pumpe ausschalten, das Bewässerungssystem vom Amazon, also von der Pumpe ausnehmen. Und statt das Bewässerungssystem den Stück Schlauch reinstecken. Du brauchst ein 40 Liter, 50 Liter Kanister, um das Wasser zu entsorgen und dann wieder frisches Wasser. Ja. Ich habe es erst vor kurzem gelernt, dass man das so machen kann. Ich habe es selber noch nie ausprobiert, aber es funktioniert wohl tatsächlich sehr, sehr einfach. Ich habe es immer so gemacht, unser System steht ungefähr so auf 40, 50 Zentimeter Höhe. Und ich habe das dann halt so gemacht wie beim Aquarium. Ich habe halt auch ein Stück Schlauch genommen und der Eimer stand halt drunter. Und Schwerkraft. Dann, genau, also so kann man das auch rüberziehen. Funktioniert auch so sehr gut, aber natürlich ist es mit der Pumpe ist halt nochmal ein Stück eleganter. Bin ich aber nicht auf die Idee gekommen. Alle unsere Systeme sind so gebaut worden, dass die wirklich auf dem Boden stehen. Also es gibt andere Systeme, die auf ein Metalltisch zum Beispiel stehen. Das ist vielleicht für den täglichen Arbeit manchmal besser, weil man muss sich nicht biegen. Ja. Obwohl ich mit meinem 1,60 Meter habe kein Problem mit. unsere Systeme sind gemacht worden, dass die immer auf dem Boden liegen. Es gibt dir halt mehr Platz nach oben. Ja, klar. Ja. Umso niedriger die Pflanze ist, umso mehr Luft hast du nach oben. Ja, klar. Ich denke, jetzt mit LED haben die Leute halt nicht mehr so sehr das Problem mit der Höhe, weil doch die meisten dann mit LED arbeiten und da kann man näher ranfahren und man braucht nicht diese großen Abstände. Aber stimmt, grundsätzlich ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn die Systeme alle auf dem Boden stehen können. Wenn du im Keller arbeitest und du hast im Keller 1,80 Meter oder 1,70 Meter, weil was sehr oft vorkommt, dann ist natürlich ein System, der sehr nah am Boden liegt, ist schon sehr hilfreich. Ja, zur Reinigung noch ganz kurz. Soweit ich mich erinnere, funktioniert die Reinigung fast genauso wie beim Extreme. Das heißt, der Vorfilter von der Pumpe muss ab und zu gereinigt werden. Bei dem Amazon-System habe ich halt noch häufiger wie beim Extreme irgendwelche Schwebstoffe im Wasser, weil halt da habe ich ja Dünger mit drin. Plus die Pflanzen sind halt einfach älter, stehen länger drin. Da ist halt einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass irgendwie was im Wasser rumtreibt. So. Ich achte mal darauf, dass ich das alles schön halt absaug. Beim Wasserwechsel. Und ansonsten hast du noch irgendwelche Tipps, wo man drauf achten sollte? Du hast gesagt, dass man die Rohrreinigung ab und zu reinigen sollte, aber wahrscheinlich reicht es zwischen den Durchläufen. Es reicht auch zwischen zwei Gänge. Wie gesagt, der Amazon hat seit zwei, drei Jahren hat vier zusätzliche Löcher, Überwachungsdeckel, um die Düsen zu kontrollieren. Die Düse ist das, also nicht der Motor, aber das sind die Räder von dem System. Wenn das Motor läuft, sprich die Pumpe, das Einzige, was man achten muss, sind die Düsen. Ja, genau. So, und die Düsen, dank zu diesem Überwachungsloch, die lassen sich innerhalb 15 Sekunden abmontieren, einmal gut waschen und wieder draufstecken und dann gut ist. Ja. Also das ist alles eigentlich sehr einfach. Ansonsten finde ich das System auch relativ gut zu reinigen, soweit ich das in Erinnerung habe. Da gibt es andere, wo wir noch mal ein bisschen drüber reden müssen. Aber ansonsten Amazon fand ich eigentlich ganz gut von dem Aspekt her.
Ja, zum Thema Lautstärke ist eigentlich auch moderat, ähnlich wie beim. Das ist beim Amazon sehr moderat, ähnlich zu den Extreme, vielleicht ein bisschen lauter, dadurch, dass die Düsen sich drehen und ständig Wasserspritzen An den an dem Rand. Rand, an dem Rand. Aber unter uns im Vergleich zu einem Clipfan, also Ja, diese die Ventilatoren, Fan-Ventilatoren, ja. also das meiste Lärm macht bei mir der Clipfan. Ja, sehe ich auch so. Genau. Luftfeuchtigkeit spielt da, also das System keine Rolle. Aufwand haben wir auch abgehakt, sind wir auch vorbeigekommen. Ja, dann würde ich. Hast du noch kurz was, was du loswerden willst zu dem Amazon-System, wo wir noch nicht dran vorbeigekommen sind? Nee, das Einzige, wie gesagt, ist für mich nochmal zu betonen, dass Amazon und Extreme wirklich eine perfekte Ehe ist. Man hat vorher diese Deckel, diese Platte von der Extreme gesehen. Super geil ist, dass vom Extreme dieser Netztopf mit dem dazugehörigen Neoprenring kann man einfach vom Extreme rausnehmen, direkt ins Amazon, ohne nichts zu machen. Und dann hast du deine Ruhe für die restlichen 2,5 Monate, die du brauchst, oder 3. Ein Nachteil zu dem System ist mir noch eingefallen, und zwar das System hat, wie groß ist die Fläche? 70 mal 70? 74 bei 80. Ja, okay. Also ich brauche eigentlich wenigstens ein 90er oder ein 100er Zelt dafür. Wenn ich die äußeren Löcher nutzen will, dann muss ich eigentlich wenigstens ein 100er Zelt eigentlich nehmen, Jawohl. weil, und die Pflanze kommt dann schon recht nah an die Zeltwand so. Und was aber, ich meine, dafür könnt ihr jetzt nichts, aber was tatsächlich immer eine Herausforderung ist, ist, die Pflanzen dann halt zu stabilisieren. Anders wie bei Erde haben die ja, stabilisieren die Wurzel, die Pflanzen nicht, sondern die steht halt nur da drin und wird quasi wie so ein Pendel da festgehalten. Und wenn die oben halt zu schwer wird und sich in eine Richtung bewegt, dann ist halt nichts, was dagegen stützt, also keine Wurzeln, anders als bei Erde. Also bei Amazon empfehle ich, also Amazon ist für mich ein System, der klipp und klar für kleinere Pflanzen gedacht ist. Also du machst keinen Baum aus Amazon. Es ist, wenn wir ein System rausbringen, 74 bei 80 mit der Möglichkeit, 32 Pflanzen zu zuchten, Ja, klar. dann kannst du dir vorstellen, dass 32 Pflanzen auf nicht mal einen Quadratmeter, du kannst dich vorstellen, was du für Pflanzen machst. Du machst sehr schöne Basilikum in deinem Laden mit den Amazon. Dafür ist das System natürlich Ja, ideal, perfekt. genau so groß. Wer Bäume machen will, sollte sich vielleicht für ein anderes System als Amazon entscheiden. Also wir haben im Prinzip Probleme bekommen, wenn die Pflanzen so größer als diese Größe hatten, dass wir die dann halt irgendwie stabilisieren mussten. In einem Zelt ist es kein Problem, weil die meisten da halt da mit Netzen arbeiten können. Netz, genau. Aber irgend sowas braucht man. Wir haben auch mit Pflanzen-Jojos gearbeitet. Also wenn man halt von oben irgendwie stabilisieren will, das geht schon auch, wobei das nicht, immer nicht so ganz ideal ist, weil da halt die Pflanze sich doch irgendwie ein bisschen biegt und man muss ständig nachkorrigieren und so. Also irgendwie muss man halt die Pflanzen stabilisieren, im Prinzip, wenn die so ab dieser Größe sind. Und wenn man irgendwie so mit dieser Größe plant oder so, dann braucht man irgendwas dafür. Und da habe ich tatsächlich, wenn man jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen keine Box hat, auch noch keine sehr, sehr gute Lösung dafür gefunden, dass man im Prinzip, man bräuchte im Prinzip so eine Art Gestell oder irgendwas, wo man dann die Pflanzen, die halt frei stehen, irgendwie stabilisieren könnte. Ich habe gesehen, da gibt es irgendwie Sachen bei Amazon und bei eBay, aber tatsächlich irgendwie haben wir jetzt da noch gar nicht so im Blick. Sowas könntet ihr eigentlich mal auf den Markt Das bringen. werde ich mir. Pflanzenstabilisierung Das ist schon ein Thema. Also das betrifft auch alle anderen Systeme. betrifft allgemein alle hydroponische Systeme. Es kann auch Töpfe und Erde betreffen.
Ja, das, also die Herausforderungen haben schon viele. Klar, aber wie gesagt, Amazon ist für mich ein System nicht geeignet für Bäume zu machen. Ja, die meisten, wie gesagt, arbeiten mit Zelten, haben Netze und haben das Problem jetzt nicht so sehr. Ja gut, dann würde ich kurz zusammenfassen. Also Amazon ist das aeroponische System von Nutriculture für Vegetation und Blüte. Das Zusammenspiel mit dem Extreme ist halt ideal, perfekt, weil man wirklich aus dem Extreme das nehmen kann, das Töpfchen und da reinsetzen kann. Ansonsten keinerlei zusätzliche Arbeit anfällt. Und ja, genau, die Pflanze hat auch null Stress mit dem Umzug. Genau. Kein Timer. Genau. Du brauchst keine Zeitschaltuhr. Ja. Pumpe läuft andauernd durch. Ja. Ansonsten sehr einfach im Aufbau, in der Handhabung und für mich auf jeden Fall eins der besten hydroponischen Systeme, die wir so bisher getestet haben. Auf jeden Fall eine schöne Sache. So Freunde, das war die zweite Folge zum Thema Hydroponik. Im nächsten Video behandeln wir die Tröpfchensysteme für euch. Solltet ihr zu diesem Video noch Fragen haben, könnt ihr diese im Kommentarbereich hinterlassen. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne über Facebook, Instagram oder per E-Mail kontaktieren, sollten Fragen hierzu offen sein. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Für die nächsten Videos kann ich euch empfehlen, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten, damit ihr über die neuesten Updates informiert werdet. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao.